Wir haben heute die Übergabe von 3 neuen Löschfahrzeugen als Ersatzbeschaffung für abgeschriebene Fahrzeuge der Feuerwehr Esslingen, die durch den Oberbürgermeister und Dr. Zieger heute übergeben wurden. Das sind 2 Löschgruppenfahrzeuge LF10 respektive HLF10 für die Abteilungen Hegensberg und Weldenbrunn und ein Löschgruppenfahrzeug LF20 für die Abteilung Stadtmitte. Genau, die alten Fahrzeuge, die sind entsprechend abgeschrieben und haben jetzt das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und werden entsprechend ausgesondert abgegeben. Ja. Also die jetzt beschafften Löschgruppenfahrzeuge sind als Ersatz für ein Tanklöschfahrzeug TLF-16, ein Löschgruppenfahrzeug LF-16TS und ein bereits ausgesondertes Löschgruppenfahrzeug LF-8 alter Prägung gedacht. Und diese Fahrzeuge, wie gesagt, werden jetzt weiter veräußert. Die Abschreibungsdauer der Fahrzeuge betrug bisher 25 Jahre, das sind wir auch jetzt noch. Wir haben die Hoffnung, dass diese Fahrzeuge, die wir jetzt heute in Dienst gestellt haben, auch tatsächlich diese 25 Jahre schaffen. Das formuliere ich deswegen als Hoffnung, weil eben sehr viel Elektronik inzwischen verbaut ist. Und ich hoffe, dass wir bis in 10, 20 Jahren noch Updates für elektronische Bauteile dieser Fahrzeuge bekommen. Ein Fahrzeug ist Baujahr 1984, ein anderes Fahrzeug ist ebenfalls Baujahr 1984, das dafür ausgesondert wird. Und das bereits ausgesonderte kleine Löschgruppenfahrzeug war Baujahr 1993, was mit Aufbauschaden außer Dienst ging. Der Anschaffungspreis dieser 3 Fahrzeuge betrug 1,1 Millionen Euro. Und wir haben eine Förderung des Landes Baden-Württemberg bekommen für alle 3 Fahrzeuge in Summe mit 276.000 Euro. Es handelt sich um 2 identische Fahrzeuge und das dritte Fahrzeug, das LF20, das ist von einem anderen Aufbauhersteller, von der Firma Wistroma. Ja, also grundsätzlich waren die alten Fahrzeuge hervorragend geeignet für den Brandschutz in der Stadt. Es ist so, dass diese Fahrzeugtypen heutzutage nicht mehr genormt sind. Das heißt, man musste Folgefahrzeuge beschaffen und das Ziel war, in der Funktionalität und der Robustheit eigentlich das gleiche Niveau wieder zu erreichen, was die alten Fahrzeuge mal hatten vor über 30 Jahren bei der Indienststellung. So, zusätzliche Funktionalitäten sind jetzt keine realisiert worden, deswegen hat sich auch zum Beispiel die Beschaffungssumme des LF20 mit 390.000 Euro doch in Grenzen gehalten, muss man sagen. Also es gibt da deutlich teurere Fahrzeuge. Die Bedienung ist annähernd gleich einfach wie bei den früheren Fahrzeugen. Also das war mit auch ein Ziel der Beschaffungsgruppe, dass wir hier eine einfache Bedienbarkeit der Pumpe haben, sowohl bei den kleinen Fahrzeugen wie auch insbesondere bei dem LF20 jetzt hier. Das ist eine sehr einfache Pumpe aus heutiger Sicht. Also wir wollten keine Vollverkleidung und nur computerunterstützte Bedienung mit Touchpanel, sondern wir wollten schon Niederschraubventile und gescheite Taster, wo wir manuell das noch nachvollziehen können, was passiert in dieser Pumpe. Durch die Beschaffung von 6 identischen Ersteinsatzfahrzeugen sind wir einerseits in der Lage, über die Ersatzteilbevorhaltung da gewisse Synergien zu schaffen. Andererseits ist die Ausbildung einheitlich für alle Fahrzeuge und wir können auch bei Doppelmitgliedschaften innerhalb des Stadtgebiets damit Vorteile erreichen, weil eben hier identische Bedienbarkeit an allen Standorten der Feuerwehr Esslingen gegeben ist für diese Ersteinsatzfahrzeuge. Also wir sind jetzt wieder in der Regelbeschaffung, das heißt, wir haben keine Bugwelle mehr, die wir vor uns herschieben, im Investitionsstau. Wir haben weiterhin Fahrzeuge, die wir Ersatz beschaffen müssen, aber es ist so, dass also die nächsten Jahre deutlich weniger an Fahrzeugbeschaffung stattfinden wird. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit großer Unterstützung der Verwaltung, mit dem Herrn Oberbürgermeister Dr. Zieger, diese Fahrzeuge der Laufzeiten weit oberhalb der Abschreibungsdauer jetzt alle ersetzt zu bekommen innerhalb der letzten 5 Jahre. Da sind wir sehr froh drüber. Und wir sind jetzt auf einem sehr guten technischen Stand, den es gilt zu halten, im Rahmen der Regelersatzbeschaffungen alle 25 Jahre. Wegen der Altstadt und wegen vor allem der verkehrsberuhigten Bereiche draußen, dass es da schon eine Verbesserung ist mit kleinen Fahrzeugen, mit schmaler Breite von 2,35 Meter da durchzufahren und eben nicht jetzt mit 2,50 Meter breiten Fahrzeugen. Das merken wir ganz deutlich und die Verkehrssituation auch insbesondere in den außerhalb gelegenen Bereichen, in den Wohnsiedlungen der Stadt Esslingen. Da wird es deutlich schwieriger aufgrund der Parksituation, ruhender Verkehr.